Kurz vor 9 Uhr Ortszeit in New York. Ein US-Passagierflugzeug stürzt auf einen der Türme des World Trade Centers. Wenig später rast eine zweite Maschine in den anderen Turm. Beide Gebäude stürzen kurze Zeit später nacheinander in sich zusammen. Gegen 10 Uhr stürzt ein Flugzeug auf das Gelände des Pentagon in Washington. Das Verteidigungsministerium geht teilweise in Flammen auf. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die USA sind von einer beispiellosen Terrorwelle heute heimgesucht worden. Nach dem World Trade Center und dem Pentagon galten die Angriffe den Zentren der finanziellen und der politischen Macht. Behörden befürchten Tausende von Toten und Verletzten. Über die Hintergründe der Terrorakte gibt es noch keine Erkenntnisse. Neben den Anschlägen auf das World Trade Center und das Verteidigungsministerium explodierte in Washington eine Autobombe vor dem Außenministerium. Außerdem stürzte ein Passagierflugzeug bei Pittsburgh ab. In Washington und New York herrschte nach diesen Anschlägen Chaos auf den Straßen. Ganze Viertel wurden abgeriegelt. Präsident Bush sprach in einer ersten Stellungnahme von einer nationalen Tragödie. Es ist der größte Angriff auf die Supermacht. Und in den USA gab es keine Ahnung, keine Vorwarnung. Um kurz vor 9 New Yorker Zeit rammt ein Flugzeug den ersten Turm des World Trade Center. Genau 18 Minuten später fliegt ein weiteres auf den zweiten zu und schlägt ein. Beides Maschinen der American Airline, beide wurden vorher entführt. Zusammen waren 156 Menschen an Bord. Etwa eine Stunde später stürzt eine Boeing 737 auf das Verteidigungsministerium in Washington. Ein Teil des Gebäudes ist verwüstet. In der Zwischenzeit kollabiert der erste Turm des World Trade Centers in New York. Kurz danach der zweite. Zu dieser Zeit sind die 110 Stockwerke der Türme gut besetzt. Rund 50.000 Menschen arbeiten hier. Für die meisten hatte der Arbeitstag gerade erst angefangen. Panik auf den Straßen, Rauch überall. Asche zentimetertief. Die Rettungskräfte kommen nur schwer durch, der Verkehr bricht zusammen. In dieser Zeit stürzt ein Flugzeug in der Nähe von Pittsburgh in Pennsylvania ab. 45 Passagiere waren an Bord. Das Pentagon brennt und in Washington explodieren jetzt Bomben am Kapitol und am Außenministerium. Der Westflügel des Weißen Hauses, das Außenministerium und sämtliche Regierungsgebäude in der Nähe werden evakuiert. Es macht mir große Angst, sagt diese Frau. Ich will nur noch nach Hause. Ich bin geschockt, dass wir so völlig unvorbereitet sind, sagt eine andere. Es gab zwar keine richtige Warnung, aber die Situation war politisch schon sehr angespannt hier. Der Präsident war heute auf Schulbesuch in Florida, als er die Mitteilung bekam. Inzwischen wird in amerikanischen Regierungskreisen über die Täter der verheerenden Anschläge spekuliert. Nach Angaben ranghoher Politiker sprechen Anzeichen dafür, dass Personen, die mit dem Extremisten Bin Laden in Verbindung stehen, für die Terrorakte verantwortlich sein könnten. US-Präsident Bush bekräftigte in einer zweiten Ansprache, es seien alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden, um Amerika zu schützen. Klaus Kleber in Washington, wie sehen denn diese Sicherheitsvorkehrungen aus? Es hat ja heute sich gerade gezeigt, wie wenig Sicherheitsvorkehrungen ausrichten können gegenüber Terroristen, die zu allem entschlossen sind. Das ist eine Tat, für die man eine perfekte terroristische Organisation braucht, aber ganz sicher keine riesigen Armeen. Die Menschen, die diese Anschläge heute verübt haben, die brauchten nicht mehr als ein paar Dutzend zusammenzubringen. Menschen, die zu allem entschlossen sind. Die Sätze von Sicherheitsvorkehrungen, auch von Strafe und Verfolgung, sollen beruhigend wirken für eine Nation, die heute etwas erlebt, was sie nie für vorstellbar gehalten hat. Das ist der schlimmste Angriff auf die Vereinigten Staaten seit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in Pearl Harbor, als damals eine ebenfalls unvorbereitete Nation diesen Angriff erdulden musste. So wird das jetzt auch gesehen. Die Nation ist noch unter Schock und sie reagiert natürlich auch mit Überraschung darüber, dass der Präsident nun ausgerechnet heute nicht im Weißen Haus ist, sondern sich melden muss aus einer Luftwaffenbasis in Louisiana, wo ihn offensichtlich seine Sicherheitsleute
davon abhalten, sofort nach Washington zurückzukehren. Das bedeutet nicht, dass die Regierung führungslos ist. Der amerikanische Präsident ist immer in Verbindung mit allen entscheidenden Stellen, auch mit seinem Verteidigungs- und Außenminister in dieser Situation. Donald Rumsfeld, übrigens der Verteidigungsminister, soll im Pentagon gewesen sein, als dort der eine Anschlag passierte, als eine Maschine dort hineinstürzte. Allerdings war sein Flügel des Gebäudes davon nicht unmittelbar betroffen. Klaus Kleber war das mit Informationen aus Washington. Wir wollten jetzt eigentlich nach New York schalten, aber das scheint nicht zu klappen. Wir ziehen Israel vor. Es gab Palästinenser, die haben Freude gezeigt über diese schrecklichen Anschläge. Peter Dutzig in Tel Aviv, spiegelt das denn die allgemeine Stimmung unter den Palästinensern wider? Ja, es war eine klammheimliche Freude heute in Ost-Jerusalem. Die Leute sind auf die Straße gegangen und haben gejubelt. Die Vereinigten Staaten sind schon seit vergangenem Jahr, sind sie eigentlich nicht mehr der ehrliche Makler in ihren Augen in diesem Friedensprozess, sondern die Amerikaner sind eben der Freund der Israelis und sie unterstützen die Israelis in diesem Friedensprozess. Und so, die Palästinenser unterstützen den Terror insgesamt, nicht gegen Amerika, sondern gegen Israel. Und bei letzten Umfragen hieß es ja nun, dass 3/4 der Palästinenser Terror gegen Israel befürwortet, gegen israelische Einrichtungen, gegen israelische Zivilisten, gegen israelische Soldaten. Aber der Terror sollte sich nicht gegen die Amerikaner richten. Trotzdem eine klammheimliche Freude, dass den Amerikanern dieses heute passiert ist. Nun hat ja eine radikale palästinensische Splittergruppe erst vor kurzem Anschläge auf die USA angekündigt. Wie schätzen Sie das ein? Kommen palästinensische Selbstmordattentäter für einen solchen Terroranschlag in Frage? Also man geht hier nicht davon aus, dass es palästinensische Organisationen waren oder eine Organisation, die dieses verheerende Terroranschlag in Amerika verursacht hat. Hamas und Dschihad und Volksfront sind sicherlich nicht so stark, sind nicht so organisiert, dass sie einen solchen Terroranschlag durchführen könnten. Vor allen Dingen, es richtet sich ihr Ziel nicht Amerika, sondern sie sagen, die israelische Regierung ist unser Feind, die wollen wir bekämpfen, hier im Lande, von den autonomen Gebieten aus. Also nicht in Übersee, nicht in Amerika und sicherlich nicht auch in Europa. Vielen Dank, Peter Dutzig, mit dieser Einschätzung. In Deutschland, vor allem in Berlin, sind als Reaktion auf die Terrorwelle in den USA die Schutzvorkehrungen drastisch verschärft worden. Für Regierungsgebäude, aber auch für amerikanische und israelische Einrichtungen gilt Sicherheitsstufe 1. Alle Flüge in die USA sind bis auf Weiteres ausgesetzt. Bundeskanzler Schröder drückte es in einer kurzen Erklärung vor der Presse der US-Regierung seine tiefe Anteilnahme aus. Die verabscheuungswürdigen Anschläge seien eine Kriegserklärung gegen die gesamte zivilisierte Welt. Auf allen öffentlichen Gebäuden ist Trauerbeflaggung angeordnet. Für morgen hat Bundeskanzler Schröder eine Erklärung vor dem Bundestag angekündigt. Dann soll auch entschieden werden, ob die Haushaltsdebatte ganz verschoben wird. Am Abend wird sich Schröder dann mit den Fraktionschefs treffen. Und in Berlin ist uns jetzt Uli Deppendorf zugeschaltet. Herr Deppendorf, wissen Sie schon was Näheres? Nein, in diesen Minuten kommt man jetzt im Kanzleramt zusammen. Alle Fraktionschefs werden jetzt von Bundeskanzler Schröder unterrichtet. Das Lagezentrum im Kanzleramt hat sozusagen die Leitung aller Krisenstäbe übernommen. Gegen 21 Uhr wird dann der Bundeskanzler noch einmal vor die Presse treten und eine weitere Erklärung abgeben. Wir haben vorhin gehört, dass morgen auf jeden Fall die Haushaltsdebatte abgesagt worden ist. Man wird auch darüber jetzt mit den Fraktionschefs beraten, wie es in dieser Woche weitergeht. Vielen Dank, Ulrich Deppendorf nach Berlin. Das Auswärtige Amt hat eine Hotline für Bürger eingerichtet, über die sie sich, wenn Angehörige in Amerika sind, informieren können. Die Nummer lautet 101 3 mal die 8 17 46 00. Ich wiederhole nochmal, 101 3 mal die 8 17 46 00. Große Betroffenheit herrscht auch in Brüssel. Dort kommen morgen die EU-Außenminister zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. EU und NATO verurteilten die Attacken auf die USA auf das Allerschärfste. NATO-Generalsekretär Robertson rief die Mitglieder der Allianz und die internationale Gemeinschaft zum gemeinsamen Kampf gegen den Terrorismus auf.